Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Ich freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Heute in dieser Folge zeige ich euch, wie man selber eine Tomatensoße herstellt. Aus ofengerösteten Tomaten. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Als allererstes enthäuten wir die Tomaten. Dazu waschen wir die sonnengereiften Tomaten erstmal gut ab. Dann nehmen wir ein scharfes Messer und schneiden sie an der Rückseite kreuzförmig ein. Alle Tomaten kommen jetzt in eine Schüssel und sie werden einfach mit kochendem Wasser übergossen. Die Tomaten sollten alle bedeckt sein. Einen Moment warten und die Tomaten herausnehmen. Und jetzt lässt sich die Tomatenhaut ganz einfach abziehen. Und die Tomaten halbieren. Und den Stielansatz entfernen. Die so vorbereiteten halbierten Tomaten geben wir dann in eine feuerfeste Form. Eine Emailform zum Beispiel oder eine Auflaufform, was ihr habt zu Hause. Dann geben wir einen Esslöffel braunen Zucker dazu, zwei Zweige Thymian, zwei Zweige Rosmarin, einen Teelöffel Salz einen halben Teelöffel groben schwarzen Pfeffer, 5 bis 6 Knoblauchzehen, die habe ich einmal nur grob geschnitten, geben wir dazu. Und jetzt wird das Ganze noch mit 50 ml Olivenöl übergossen. Einmal alle Zutaten miteinander vermischen. Dann geben wir das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze auf die mittlere Schiene. Das Ganze lassen wir dann ca. für 60 Minuten im Ofen. Die letzten 10 Minuten könnt ihr die Grillfunktion noch einstellen. In der Zwischenzeit sterilisieren wir jetzt unsere Gläser. Dazu werden die Gläser und die Deckel für 10 Minuten abgekocht. Anschließend herausnehmen und auf ein sauberes Küchentuch einfach abtropfen lassen. Für die leckere Tomatensoße benötigen wir noch 2 Zwiebeln, die schneiden wir ganz klein. Und eine Handvoll Basilikum, den schneiden wir auch klein. Basilikum. Aus den fertigen ofengerösteten Tomaten entnehmen wir jetzt die 2 Thymianzweige und die 2 Rosmarinzweige. Die haben jetzt ihren vollen Geschmack in den Tomaten hinterlassen und wir benötigen sie so nicht mehr. Wir nehmen jetzt einen großen hohen Topf und erhitzen etwas Olivenöl. Dazu geben wir die vorbereiteten kleingeschnittenen Zwiebeln. 2 Prisen braunen Zucker geben wir jetzt über die Zwiebeln und lassen sie karamellisieren. Dann kommen die ofengerösteten Tomaten dazu. Seid vorsichtig, das Ganze ist ziemlich heiß. Drum gebe ich es langsam mit einer Schöpfkelle in den Topf. Damit wir ja nichts verschwenden, gebe ich jetzt etwas Wasser in die feuerfeste Form, wo die Tomaten darin waren, und gieße es in den Topf. Den kleingeschnittenen Basilikum noch dazugeben und dann wird alles mit einem Stabmixer einmal durchgemixt. Die Tomatensoße einmal noch abschmecken und bei Bedarf mit Salz und Pfeffer noch würzen. Ich habe nichts mehr hineingegeben. Für mich war die Soße perfekt. Meine Tomaten waren aus dem eigenen Garten, genauso wie die Kräuter. Und alles zusammen hat wunderbar schon geschmeckt. Jetzt lassen wir die Tomatensoße noch einmal richtig aufkochen.
bevor wir sie dann heiß in unsere vorbereiteten Gläsern abfüllen. So. Und hier noch ein Tipp. Füllt die Soße in einen Trichter ab. So könnt ihr sie prima in die Gläser einfüllen und man kleckert nicht. Die Soße wird randvoll in die Gläser eingefüllt und anschließend mit dem Deckel gut verschlossen. Stellt alle gefüllten Gläser dann auf die Deckel und lasst sie so für 10 Minuten etwas auskühlen. Im Inneren entsteht jetzt ein Vakuum und so hält die Soße für ca. 6 Monate. Bei guter Lagerung, die sollte am besten kühl und dunkel sein. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für eure Zeit und freue mich, dass du bis jetzt bei diesem Video dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen der ofengerösteten Tomatensoße, in der so viel Sommer steckt. Hast du noch Lust auf eine Kräutertomatensoße? Findest du auch hier auf meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!